So, liebe Leute, da sind wir nochmal hier im Nachbericht und am 38. Spieltag in der La Liga trennen wir uns 1:1 gegen unseren Erzrivalen Real Madrid. Ein ausgeglichenes Spiel war es eigentlich, wir haben gut gestartet, waren die ersten Minuten auch spielüberlegen meiner Meinung nach. Real ist dann natürlich immer stärker geworden, nachdem wir das 1:0 erzielt haben und nur ein paar Minuten später in der zweiten Hälfte macht dann Benzema das 1:1. Und ja, dann ging es auf beiden Seiten immer hin und her und waren nicht mehr wirklich große Chancen dabei, sage ich mal. Deswegen ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Das 1:1 geht dir vollkommen in Ordnung. Ja, rausgehoben wurden hier unsere Torhüter. Courtois, bester Mann seitens Real Madrid und Ter Stegen seitens, also unserer Seite, bester Mann. Courtois mit einer 2, obwohl er diesen Abpraller, das war eigentlich, ja, das war nicht wirklich glücklich von ihm, muss ich sagen, wo wir dann das 1:0 erzielt haben. Aber ist okay, ne? Ist ja auch ein guter Torwart auf jeden Fall. Statistiken brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich viel zu sagen. Also, ja, Leute, das war das letzte Spiel. Hier könnt ihr nochmal sehen, wir haben eigentlich in der Liga überragend gespielt. Also 101 Punkte haben wir geholt. Ist schon Wahnsinn. Atletico Madrid 85, Real auf Platz 5. Schon ein bisschen bitter mit 74 Punkten, obwohl das hier alles sehr, sehr eng war. Ne? 5 Unentschieden, nur eine Niederlage, das muss man auch mal sagen. 159 Tore geschossen. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Wir hatten die beste Abwehr mit 28 Gegentoren. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Der Gegner war druckvoll und aggressiv. Aggressiver. Ja. War okay, ne? So, Spielstatistik brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Bester Spieler, Lukaku hier, wird mit 28 Toren Torschützenkönig. Obwohl er jetzt im letzten Spiel nicht mehr gespielt hat, aber hat einfach eine überragende Saison gespielt, ja. Einfach Wahnsinn. 28 Tore, hier kann man es nochmal sehen, 54 Spiele insgesamt, 44 Tore hat er erzielt, 15 Vorlagen gegeben, Durchschnittswerte von 2,96, eine Durchschnittsform von 11, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ein Bombentransfer, Lukaku auf jeden Fall, Messi mit 24 Toren und Griezmann mit 19 dahinter, ja, auf jeden Fall krass. Okay. So, damit ist die La Liga in Spanien beendet. Die Meisterschaft war in diesem Jahr eine klare Sache. Coutinho wurde von seinen Kollegen zum besten Spieler der Saison gewählt. Das ist auch sehr nice. Lukaku wurde mit 28 Toren Torschützenkönig. Sehr schön. Hier kann man es nochmal gut sehen. Messi auch in den Top 3 dabei. Torwart des Jahres, Ter Stegen, ja, mit nur 28 Gegentoren. Mega. Courtois war aber auch dabei hier, ne? Auf Platz 3. Oblak mit 29 Gegentoren, aber auch nur 33 Spiele gemacht. Okay, sehr gut. Ja, dann müssen wir die Karriere schweren Herzens auch abgeben. Die Hoffenheim-Karriere haben wir ja auch schon abgegeben. Hier war eigentlich nur noch dieses eine Spiel offen. Ich habe es ja in der letzten Folge jetzt auch schon gesagt gehabt, dass ich da schon hingefiebert habe, endlich dieses Spiel zu spielen, dieses letzte große Spiel und ja, euch da nicht mehr noch länger warten zu lassen. Jetzt ist es vollbracht und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier die Karriere zu spielen mit Barca. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnte man nochmal im 22er oder vielleicht dann im 23er nochmal eine Karriere mit Barcelona starten. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf hattet. Dann können wir das gerne nochmal in Angriff nehmen. Ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr viel. Ich würde gerne nochmal, auch wenn das jetzt hier die letzte Folge ist, würde ich gerne Coutinho nochmal. Kann ich gar nicht. Das ist ja blöd. Den hätte ich gerne mal gelobt. Aber Lukaku kann ich beglückwünschen. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei allen nochmal, dass ihr hier fleißig mit am Start wart. Und ja, verfolgt gerne auch meine anderen Karrieren. Ich habe überall Playlisten erstellt, da könnt ihr euch die ganzen Videos reinziehen. Danke dafür
Und ich hoffe, ihr bleibt mir hier auf dem Kanal erhalten. Bleibt gesund und bleibt so, wie ihr seid. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüssi.